dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um mein Panel. So, hier hatten wir das Problem gehabt. Diese Kugel da drin, seht ihr das? Die verstopft. Ich habe da jetzt schön wieder 40 reingeklatscht und dann mal schauen, ob das Ganze auch funktioniert. Habe ich es erwähnt? Das ist immer das Geilste bei einem AMG. Der erste Start. Oh. Wir fahren jetzt einmal zur Gastankstelle, gucken, ob wir Gas tanken können, die keinen Sprit mehr habe. Oh, oh, ML, teuer. Glaubt es nicht, obwohl ich so voll viel drücke und weit über 500 Kilometer habe ich, glaube ich, schon gefahren. Guck mal, wie viel er verbraucht. 12,1 Liter ist Durchschnitt. Das ist krass. Falls einer sagt, ML kann man nicht günstig fahren, das stimmt nicht ganz. Und kann mir einer sagen, was das hier ist? Ist das ein Chip oder ist das so mehr Verbrauch? Ich fahre jetzt einmal zur Gastankstelle, wir tanken einmal und die Klima geht nicht. Mein Gerät ist leider kaputt. Ich und mein Bruder fahren nach Bochum zu einer anderen Filiale. Klimagas füllen. Bis gleich. Ja, wenn jetzt einer fragt, ey Yunus, warum kommen jetzt nur noch AMG, AMG, AMG? Weil ich bald in den Urlaub fahre. Deswegen wollte ich dieses Auto fertig machen und damit in den Urlaub fahren. Ich bin selber gespannt, ob wir Gas tanken können. Und wenn ja, wie viel? Teuer wird das Ganze. Hier muss ich das ganz kurz nochmal erwähnen. Nein! In einem Video habe ich nicht erwähnt, dass es der GM-Nagel verbaut hat, das Ganze. Nein! Das hat er es natürlich nicht. Ich habe nur gesagt, schöne Grüße an GM-Nagel. Das ist so, wie einer 1.8T holt und dann sagt, schöne Grüße an Kfz-Fuzzi. Und dann gibt es nochmal diesen Mythos, was ich gehört habe, mit diesen Zündkerzen. Sorry, da muss ich euch leider enttäuschen. Ja, die LPG-Zündkerzen bringen was. Aber da werde ich das nochmal richtig deutlich euch erklären, warum, weshalb, wieso das Ganze. Wir können leider kein Gas tanken. Coole Story muss ich erzählen. Vielleicht guckt der Junge auch zu. Jungs, ich war einfach in Autobahnausfahrt. Ich komme von Chernobyl. Es ist Mitternacht, weil wir an dem Tag natürlich gefeiert haben, dass ich in den Trends war. Dankeschön dafür, auch an euch. Danke für den Support. Ich stehe in der Ampel, ich bin voll am Träumen, voll am Chillen. Guck mir gerade ein Instagram-Story. Ich bin in der Ampel, deswegen voll vertieft. Auf einmal, tuk, tuk, tuk. Boah, ich voll erschrocken. So, was ist das denn? Voll dunkel, man sieht nichts. Nur die Ampel mit dem roten Strahler. Sonst sieht man nichts. Ich guck, ist so, was willst du denn, ne? Ich so, ja, hallo, wohin fahren Sie denn? Ich so, ja, Richtung Witten. Also können Sie mich mitnehmen? Ich so, erstmal geguckt, so, Alter, nicht, dass da irgendwelche Leute sind, versteckt oder so. Haben wir gesagt, ja, klar, kein Problem, komm. Saß im Auto, ich ganz leicht gefahren und dann ein bisschen beschleunigt. Und dann hat man den Sound gehört, dann meinte er so, was ist das für ein Auto? Ich so, was meinst du denn? Konnte ja nicht sagen, der kennt sich mit Autos nicht aus. Dann habe ich einmal nur ganz kurz beschleunigt und der meinte, boah, da geht mir aber einer ab, du. Ich mag ja keine Autos, aber das Ding ist der Hammer, meinte er. Das fand ich geil. Ich liebe das. Oh mein Gott. Hey Jungs, eigentlich ein Wolfen Schafspelz mit einem ML 550 wird auch geben, ne? Es wie er so schwebt, so. Weißt du, wenn man ganz normal fährt, sachte fährt, das ist ein Auto, wo du dich echt 20 Stunden hinsetzen kannst und fahren kannst. Und du wirst nicht müde. Angekommen, ich gehe mal ganz kurz mal schauen, ob wir die Gasanlage befüllen können oder nicht. Habe ich Klima wieder oder nicht? Werden wir gleich sehen. So, wir sind in Bochum. Da ist mein Mentor, der liebe Ahmed habe.
Aber da war hallo. Hallo. Ich sage ja nicht oft, dass einer ein guter Mechaniker ist, aber der Abedam ist für mich der beste Mechaniker. Den habe ich auch gelernt. Er hat mir sogar heute noch geholfen. BMW musste ich die komplette Achse rausholen und da kam ich nicht weiter. Und da hat er mir mal ganz kurz geholfen. Mit einem Trick, das war unglaublich. Das ist Aslan. Und dann haben wir nochmal den Pamuk. Weibchen, Männchen. Aslan, wie geht's dir? Wie geht's dir? Aslan, komm. Aslan, komm. Aslan, komm. Pamuk, wie geht's dir, John? Wie geht's dir? Guck mal, der Ego will nur gestreichelt werden hier. Ja, du auch. Hier. Gut. Nein. So, nein, da drauf. So ein Dela auf der Ruhe. Ja, so, eine. Seit ich meine Ausbildung gemacht habe, gibt es dieses Gerät hier. Krass. Aber wenn ihr mich fragt, wie funktioniert das Ding, weiß ich immer noch nicht. Weil ich nicht einmal eine Klimafüllung gemacht habe. Das war immer damals Meistersache. Also im Auto hast du null Luft. Du gehst runter, du schwitzt direkt. Weil wenn es außen 30 Grad ist, ist es im Auto 40 Grad. Gefühlte 50. Aber das wäre doch auch ein geiles Projekt, ne? Den ML55 AMG Motor hier einbauen. W124 ist auch meiner. Den habe ich letztens hier hingebracht zum Lackieren. Oh, die haben den jetzt abgeschlossen. Das ist ein Oldtimer. Den habe ich schon über 10 Jahre. Ne, wurde einmal mal komplett lackiert und so. Sieht auch wie neu, ne? Muss ich mal wieder abholen, zu mir bringen. Mache ich auch die Tage. Das ist einmal ACG. Ne? Und dann, das ist mein Bruder, ist ein Sachverständiger, also ein Gutachter. Und dann ist das nochmal hier ACG, das ist auch mein Bruder, die Werkstatt mit Kati zusammen. Ne? Einmal Werbung in eigene Sache. Auf jeden Fall, wenn ihr Reparaturen braucht oder einen guten Meister braucht, dann seid ihr hier genau richtig. Und eine faire Werkstatt, ehrlich, kann ich nur sagen. Auf der Marktstraße 16 in Bochum. Mal schauen, ob die Gasanlage gleich läuft. Was heißt Gasanlage? Die Klimaanlage. Hier ist Dings, ne? Zum Lackieren. Geil, was ist das denn, Abe? Ist das ein Spiel oder was? Hä? Porsche? Was für ein Porsche? Oh. Was muss hier gemacht werden, Abe? So fertig. Ach, habt ihr den lackiert? Seite. Komplette Seite. Krass, er sieht man gar nicht, ne? Also, war krass der Unfall? Ja. Was die drauf haben. Krass. Schön. Wird sich der Kunde freuen. So, wir füllen das gerade auf. Klimagas. 134 war das, ne? Klimagas. Hier, da ist die Flasche von mir kaputt gegangen. Man hat so eine Flasche im Gerät. Und bei mir ist die hier geplatzt. Ich habe niemals hier eine Dings gemacht. Ich weiß immer noch nicht, wie das funktioniert. Ich weiß auch nicht, ich drücke nur die Knöpfe. Ja. Weil das ist schon Handbewegung, weißt du? Ja, aber ich finde das auch richtig geil. Hier kannst du noch alles so schön zack. Ja, besser als die modernen Geräte. Ja, meiner ist ja einfach anschließend Automatik, boom, gib ihm. Das ist ne? Und dann fragen die uns, warum wir so verblöden. Wird der anspringen oder nicht? So, werden wir erstmal ausmachen. So, Stunde der Wahrheit, Klima und hören wir was? Ja, Kompressor ist an. Gucken, ob wir auch. Ja! Oh mein Gott! Das dauert immer ein bisschen, bis sich das ganze Gas entfaltet. Ja, merkst du direkt da? Oh! Oh ja! Aber mach du ruhig weiter, ich bin gleich wieder da. Mach du ruhig weiter. Ich bleib mal ein bisschen drinne. Geil, endlich wieder Klima. Boah, ihr wisst gar nicht. Guckt euch mal an, 30 Grad. Aber glaubt mir, in diesem Auto mit einer schwarzen Ausstattung, ich habe den Wagen heute das erste Mal draußen gehabt, gefühlte 40 Grad hier drin. Oh Mann, ist das geil. Oh, geil. Wie kann ich ausmachen? Hammergeil. Was kostet eine Klimafüllung?
Liegt bei 80 Euro. Also wenn einer hier kommt und schöne Grüße von Kfz-Fuzzi raushaut, was machst du für einen Preis? 60. 60 Euro? Ja. Also alle Leute, die in Bochum wohnen, könnt mal ruhig hier vorbeikommen. 60 Euro ist der Preis. Aber nur schöne Grüße von Kfz-Fuzzi. Dann kriegst du es für 60 Euro. Aber versprochen. Versprochen. Nimmst du deine Tasse mit? Ich nehme meine Tasse. Dankeschön, Abel. Geil, ich hab Klima. Oh. Ich suche jetzt auf jeden Fall eine Tankstelle, wo ich tanken kann. Weil ich will unbedingt sehen, dass ich tanken kann. Weil ich habe ja kaum Sprit noch. Sonst muss ich Benzin tanken. Wenn es wieder nicht klappt, dann muss ich die Leitung erneuern. Irgendwas muss ich da machen. Und yes, da ist eine Gastankstelle. 59 Cent. Mal schauen, ob das Ganze auch funktioniert, du. Erstmal mal schauen, was für ein Anschluss hat das Ding. Warte, der hat auch wieder zum Drehen. Da bin ich mal gespannt. Den angeschlossen und jetzt schauen wir mal. Ja, es funktioniert. Ja, jetzt machen wir mal einen Volltank. Jetzt mal schauen, was der als Volltank kriegt. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Geld habe. Ey. Ich werde jetzt 100 Kilometer mit der Gasanlage fahren und dann schauen wir, wie viel er verbraucht hat auf Gas. Das interessiert mich. Hier auf Bordcomputer haben wir gerade mal 12 Liter durchschnittlich. Wird auch hinkommen, weil die Tankanzeige sich so langsam runter bewegt. Die Gasanlage lässt sich so geil fahren hier. So, wobei die Gasanlage, ne, der eine oder andere sagt vielleicht, die Gasanlage wird nicht vernünftig verbaut. Ne? Ach, die wurde ja katastrophal verbaut. Also, erstens. Die Gasanlage, die hier verbaut ist, ist locker, ich sag echt locker, 15 Jahre verbaut. Erstens. Zweitens, tadellos. Und drittens, die ist eingetragen. Das heißt, so schlimm ist es ja bestimmt nicht. Und, ne, und wenn der eine oder andere sagt, boah, katastrophal verbaut und so, so will ich das nicht verbauen. Es muss nicht schön aussehen, es muss gut funktionieren. So ist es. Und eine Gasanlage ist wieso immer ein Kunstwerk. Der eine verbaut so, der eine so. Endeffekt ist immer, wenn man gut drankommt und man kann alles wechseln, die ganzen Verschleißteile, sehr schnell, dann ist eine Gasanlage für mich in meinen Augen sehr gut verbaut. Und nicht versteckt, aber später braucht er dann 200 Stunden, um irgendwas zu wechseln. Das ist nicht gut verbaut. Ist meine Meinung. So, das Ding funktioniert, Gas funktioniert, Klima funktioniert. Ich bin glücklich. Wir probieren es gerade mit Verdünnung. Aber ihr seht, wie hartnäckig das Zeug ist. Also, was meinst du, wie lange diese Folie drauf war? Du hast das hier gesehen gehabt. Bestimmt. Es war eine billige Folie. Bestimmt 6-7 Jahre, wenn nicht noch länger. Noch länger, ne? Ach du Schütte, ey. Da geht gar nichts. Was empfiehlst du mir hier? Aufzumachen. Ja, einfach schleifen, ne? Kannst du nur mit Gummi machen. Ja, mit Gummi habe ich gemacht, aber weißt du, wie lange das hier gedauert hat? Ja, hier? Das dauert, aber das ist das Beste, ohne den Lack zu beschädigen. Nee, komm, lass. Oder komplett runterschleifen. Runterschleifen, das werde ich auch machen. Das werde ich definitiv machen, weil das geht ja gar nicht. So, du bist der Meinung, Raptorfarbe, das heißt dieses Raue, wie Unterbodenschutz. Ja. Das hat schon was. Aber wie meinst du denn? Sollen wir dann erstmal eine Grundierung drauf machen oder gibt es die Farbe so? Die Farbe ist so. Boah. Hier kannst du nochmal nachfragen, was sowas kostet, so eine Raptorfarbe? Weil das ist schon geil, dieses Raue. Weil dann ist das ja automatisch schon so matt, ne? Ja. Das wäre geil. Das wäre geil. Ob wir den lackieren oder folieren. Die Farbrichtung ist schon ungefähr klar. Ihr habt das auch fleißig kommentiert. Ich sag auch so grau, Anthrazit, matt, so in den, so habe ich das schon im Kopf. So wird das ungefähr aussehen, der ML hier. Aber Raptor-mäßig habt ihr auch sehr viele geschrieben. Ich weiß nicht, ob das jetzt das ist, dieses Raptor-mäßig, ne? Dieses Raue halt oben. Das wäre schon geil. Ne, dann sieht man auch die Roststellen nicht. Am günstigsten wären Türen vom Schrottplatz. Ja, aber Tür von ML wäre nicht so gerade günstig. Doch, die kriegst du günstig. Meinst du? Ja. Weil das ganze Rost kommt von innen. Du kannst oberflächlich machen, das nützt sich. Entweder schneidest du es komplett weg.
Und machst neu ein Blech. Machst neu ein Blech oder holst du neue Türen? Aber wenn ich diese Raptor-Farbe machen würde, dann wird man das ja nicht sehen am Anfang. Am Anfang nicht, aber das wird ja wieder rauskommen. Also wenn du schon so machen willst, dann würde ich die Türen wirklich... Ja, ich mache es ja auch günstig, ne? Das soll ja günstig sein. Oh, oh, mein aktive Scheinwerfer. Bewegt sich je nach Vibration. Ne? Da kann man gut was rausmachen aus dem Fahrzeug. Jetzt stell mal vor, so ein Auto irgendwo in der Wüste zu fahren. Mhm. Ah, habe ich erzählt, Gasanlage geht, ne? Ja. Geil, da bin ich echt happy, dass die Gasanlage funktioniert und einwandfrei. Die läuft so perfekt. Da werde ich auf jeden Fall die Dichtigkeitsprüfung machen. Sehr, sehr wichtig bei Autos, die länger stehen, ob der dicht ist. Aber hast du so eine Dichtigkeitsprüfung da? Nein, nein. Hast du nicht da auch kein Spray oder so, ne? Nein. Bei Autos, die sehr, sehr lange stehen, bei einer Gasanlage, darf man auch nicht unterschätzen. Sehr, sehr gefährlich. Also Dichtigkeitsprüfung definitiv machen. Wenn ihr es nicht selber machen könnt, geht zu einer Werkstatt, die das machen, einmal komplett auf Dichtigkeit prüfen. Aber ich werde es, glaube ich, einmal komplett schleifen. Dann mache ich das gleich auch.